Damit wir so ein bisschen vertraut werden mit diesen Permutationen, will ich vielleicht schon mal, vielleicht noch mal ein paar Beispiele bringen, bevor wir uns mit dem schon angekündigten, mit der schon angekündigten zweiten Schreibweise beschäftigen, mit diesen sogenannten Zyklen. Beispiel. Daran kann man auch gleich den Begriff Untergruppe zum Beispiel noch mal üben. Im ersten Beispiel gucken wir uns mal S3 an. Also das sind alle Permutationen von der Grundmenge 1, 2, 3. Und ich gucke mir jetzt mal eine Teilmenge von S3 an, die nenne ich mal, wie nenne ich die? Sagen wir mal H. Und zwar soll H die Menge aller Permutationen sein, die da drin sind, die die 3 festhalten. Ich schreibe es erstmal formal hin. Das ist also die Menge aller Permutationen, die in S3 drin sind. Ach so, und jetzt gleich mal Konvention. Irgendwie hat es sich so eingebürgert, man schreibt ja für Funktionen üblicherweise kleines f, kleines g und so weiter. Für Permutationen nimmt man meistens kleine griechische Buchstaben, so wie Pi zum Beispiel. Also in diesem Fall ist mit Pi jetzt nicht 3,141 und so weiter gemeint, sondern irgendeine Permutation. Also gemeint ist, wenn ich sage, die Permutationen, die die 3 festhalten, dann meine ich damit die Menge aller Permutationen mit der Eigenschaft Pi von 3 ist 3. Das heißt zum Beispiel diese Abbildung hier. Mit unserer Schreibweise von vorhin. Die würde zu H dazugehören, weil die 1 auf die 2 geht, die 2 auf die 1, aber die 3 wird festgehalten. Und diese Abbildung, die alles einmal durchtauscht, die 1 geht auf die 2, die 2 auf die 3 und die 3 auf die 1, die würde nicht dazugehören, weil die 3 ja nicht festgehalten wird, sondern die 3 wird auf die 1 abgebildet. Sagen Sie mir doch mal, wie viele Elemente diese Menge H hat. Die hat nur zwei Elemente, ne? Das einzige andere Element, was hier noch drin ist, ist 1, 1, 2, 2, 3, 3. Und das war's schon. Also wenn ich dies hier mal Pi 1 nenne und das nenne ich Pi 2, dann ist das schon die ganze Menge H, die besteht nur aus diesen beiden Dingern hier. Während ja S3 insgesamt sechs Elemente hat. 3 mal 2 mal 1, sechs Elemente. Dieses H zum Beispiel ist eine Untergruppe. Wir können uns mal eine kleine Tabelle machen, da ist gar nicht viel zu schreiben. Dieses Pi2, was ich hier hingeschrieben habe, ist natürlich nichts weiter als die Identität. Die Abbildung, die alles auf sich selbst abbildet, ist die Identität. Also hierfür kann ich auch einfach Identität schreiben. Und dann sieht meine Verknüpfungstabelle so aus. Ich habe diese beiden Abbildungen. Das ist völlig klar, was hier stehen muss. Und das Einzige, was vielleicht so ein kleines bisschen unklar ist, ist, was passiert, wenn ich Pi 1 zweimal nacheinander ausführe. Also was ist Pi 1 Kulla Pi 1? Aber das kann ich ja einfach nachschauen. Was passiert mit der 1? Die 1 wird auf die 2 abgebildet, und dann wird das ja nochmal gemacht und dann wird die 2 auf die 1 abgebildet, also 1 auf die 1. Und die 2 wird auf die 1 abgebildet, dann die 1 wieder auf die 2, also insgesamt 2 auf die 2. Und die 3 wird die ganze Zeit festgehalten, die ändert sich nicht, also so. Das heißt, hier kommt die Identität raus. Mit anderen Worten, hier steht auch Identität. Und was sehen wir jetzt? Wir haben wieder die bekannte Gruppentabelle von Z2. Nur wieder umbenannt. Also bis auf Isomorphie ist das Z2, was da steht. Und wir haben eine nicht triviale Untergruppe gefunden. Ja? Und noch was haben wir gefunden. In S3, wenn ich in S3 rechne, dann ist meine Verknüpfung nicht kommutativ. Dafür haben wir schon Beispiele gesehen. Oder beziehungsweise das Beispiel, was wir hatten, war in S4, glaube ich. Aber man kann genau dasselbe Beispiel auch in S3 machen. Nehmen Sie einmal etwas, was einen zyklischen Tausch macht, 1 auf 2, 2 auf 3, 3 auf 1, und dann nehmen Sie eine Abbildung, die nur zwei Elemente vertauscht, und dann ist es nicht egal, ob Sie erst die eine und die andere oder umgekehrt ausführen. Das ist unterschiedlich. Also S3 insgesamt ist nicht abelsch, aber dieses Ding hier ist abelsch. Z2 ist abelsch.
Also das kann auch passieren. Es kann sein, dass Sie eine Gruppe haben, die insgesamt nicht kommutativ ist, aber dass die eine Untergruppe hat, die kommutativ ist, weil sie einfach kleiner und überschaubarer ist. Und jetzt mal ein kleines bisschen komplizierter. Im zweiten Beispiel nehmen wir mal S6. Und ja. Nee, Sie müssen ja nicht unbedingt eine Untergruppe mit zwei Elementen haben. Okay. Wenn Sie zum Beispiel Z3 nehmen, das hat keine Untergruppe mit zwei Elementen. Überprüfen Sie es, geht nicht. Und eine Gruppe, die eine Untergruppe mit zwei Elementen hat, die hat natürlich eine kommutative Untergruppe, weil es nur eine einzige Zweiergruppe gibt, nämlich Z2. Aber es muss gar nicht sein, dass Sie sowas überhaupt haben. Aber gute Frage, geht halt nicht. Gut, wir nehmen S6. S6 war ja schon ziemlich groß, schon ziemlich viele Elemente. Und ich schreibe jetzt mal irgendeine hin. H soll sein die Menge aller Permutationen aus S6, die zwei Eigenschaften haben. Wie schreibe ich das am besten hin? Erstens soll die 6 festgehalten werden, also so wie eben die 3. Und die 4 und die 5 sollen entweder festgehalten oder vertauscht werden. Ich schreibe das mal so hin. Ich benutze eine Schreibweise, die wir im letzten Semester hatten. Das Bild von der Menge 4, 5 soll wieder 4, 5 sein. Das bedeutet, entweder bleibt die 4 die 4 und die 5 die 5 oder die beiden tauschen ihren Platz. Aber was anderes ist nicht möglich, weil 4 und 5 insgesamt wieder auf 4 und 5 abgebildet werden sollen. Da will ich jetzt mal gar nicht so groß drüber reden, soweit bis zu dem Punkt, dass wir dafür eine Tabelle machen. Aber vielleicht können Sie sich mal überlegen, wie viele Elemente dieses Ding hat. Nochmal so eine Erinnerung an die Kombinatorik. Also wie groß, wie mächtig ist H? Was ist die Mächtigkeit von H? Sie haben drei Elemente, die Sie beliebig vertauschen können. Die ersten drei. Das ergibt drei Fakultät sind 12. Drei Fakultät sind 6. Und jetzt wäre Ihr nächster Gedankengang gewesen. Sie haben 6 mögliche Vertauschungen der ersten drei Zahlen, 6 mögliche Permutationen. Und die müssen Sie jetzt nochmal 2 nehmen, weil Sie 4 und 5 entweder vertauschen oder nicht. Also kommt 12 raus. Ne? Antwort, Mächtigkeit von H ist gleich 12 oder um es mal deutlicher hinzuschreiben, 3 Fakultät mal 2. Die 3 Fakultät kommt daher, dass man die ersten drei Zahlen beliebig hinschreiben kann und die 2 kommt daher, dass man die 4 oder 5 entweder vertauscht oder nicht. Da habe ich 2 Möglichkeiten jeweils. Und die 6 muss festgehalten werden. Also hat dies insgesamt 3 Fakultät mal 2 gleich 12 Elemente. Das habe ich Ihnen auch deshalb hingeschrieben, um klarzumachen, das ist auch eine Untergruppe, die man hier bekommt. Müssen Sie sich vielleicht mal selbst überlegen. Ist aber anschaulich irgendwie klar. Wenn ich zwei Permutationen hintereinander schalte, die aus H sind, dann machen die beiden Permutationen beide irgendwas mit den ersten drei Zahlen. Die werden aber nur innerhalb der ersten drei Zahlen hin und her geschaffelt. Dann machen sie beide irgendwas mit 4 und 5, aber die werden nur innerhalb von 4 und 5 vielleicht vertauscht und halten beide die 6 fest. Also wird die Komposition von denen auch dasselbe machen. Darum ist es, glaube ich, klar, dass H eine Untergruppe ist. Was man hier aber erkennen kann, ist, diese Untergruppe, die man da bekommt, ist selbst keine von diesen symmetrischen Gruppen. Also man hätte vielleicht vorher den Verdacht haben können, wir haben im ersten Beispiel eine Untergruppe von S3 genommen und es stellte sich heraus, dass diese Untergruppe, die wir da bekommen haben, zufällig gerade S2 war. Und jetzt könnte man irgendwie denken, wenn ich zum Beispiel von S27 irgendeine Untergruppe nehme, dann muss das zwangsläufig sein, sowas wie S20 oder S10 oder so. Aber es kann sein, dass da was ganz anderes rauskommt, sowas wie das hier zum Beispiel, weil das 3 Fakultät mal 2 Elemente hat, ist das garantiert keine von den symmetrischen Gruppen, denn deren Größe ist ja immer irgendwas zur Fakultät. Und das, was hier rauskommt, ist größer als 3 Fakultät, aber kleiner als 4 Fakultät. Also ist es keine symmetrische Gruppe, die da rausgekommen ist.
Und da kommt auch der Begriff her. Die Überschrift von dem Kapitel war ja Permutationsgruppen. Also ganz allgemein bezeichnet man mit Permutationsgruppen symmetrische Gruppen oder Untergruppen davon. Also Gruppen von Permutationen. Das ist die Definition des Begriffes. Eine Permutationsgruppe ist eine Untergruppe einer symmetrischen Gruppe Sn. Und da jede Gruppe ihre eigene Untergruppe ist, sind natürlich die symmetrischen Gruppen selbst auch Permutationsgruppen, aber zum Beispiel auch sowas wie das hier. Das wäre auch eine Permutationsgruppe, dieses H, was wir eben als Beispiel hatten.